Weißt du noch, wie dein erstes Länderspiel gelaufen ist? Wie ist dieses Gefühl, erstes Länderspiel? Ich werde oft auf meine DFB-Laufbahn angesprochen, Länderspiel. Also sagen wir es mal grob gesagt und auf den Punkt gebracht, die Ehe Scholl und Nationalmannschaft war eine sehr unglückliche. Also ich glaube, für beide Seiten. Ja, ich meine, Europameister durften wir ja werden. Klingt doch gut. Ja, aber sag mal so, an mir lag es jetzt nicht, dass wir es geworden sind. Ich durfte zwar Viertel-, Halb- und Finale spielen, aber jetzt würde ich nicht sagen, dass ich an entscheidenden Dingen beteiligt war. Und, erstes Länderspiel? Erstes Länderspiel war 1:1 gegen Wales. Grandioses 1:1. Natürlich. In Wales gegen Wales in Düsseldorf. Jetzt habe ich es. Und dieses Gefühl, du trägst das deutsche Trikot plötzlich, ist das alles ganz anders, als man das aus dem Verein kennt? Also wenn man jetzt sich an den Gossens heute nochmal denkt, ist das ein anderer Druck? Macht man sich andere Gedanken? Ist man da in einem anderen Film? Also ich kann ja nur für mich sprechen. Und die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, das ist schon ein besonderes Gefühl, dieses Trikot zu tragen. Und es ist eine Ehre und jeder von uns ist gerne für Deutschland aufgelaufen. Ähnlich anders wird es heute ja auch nicht sein.